Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Roblox Survive the Killer mit und von eurem Das Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los. Diesmal sind wir ja in einer guten Runde gelandet, wo die Runde gerade zu Ende war. Das ist dann meistens immer perfekt, kann man so sagen. Und ja, da schauen wir einfach mal, wie die Runde wird dieses Mal und was bietet es uns an. Happy Nachbarschaft nehmen wir mal. Ist eine geile Map. Kann man gut Münzen sammeln. Da ich eh noch haufenweise Münzen brauche, daher passt das. Und ja, das wird auf jeden Fall eine ordentliche volle Map. Und schauen wir mal, ob wir mal eine Chance haben, dieses Mal auch Killer zu werden in der Runde. Vielleicht haben wir ja mal das Glück. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Einfach mal ja, drauf ankommen lassen, würde ich sagen. Aber wir fangen wie immer erstmal an und sammeln fleißig unsere Münzen zusammen. 20 Stück, wo man dann noch ein paar Bonus XP bekommt fürs Löffel. Ihr kennt das ja alles schon. Und das ist ja fies. Genau da kommt der Killer. Wenn ich vorbeilaufe, spawnt er genau da. Also das ist immer echt fies, sowas. Genau jetzt ist er ein Labyrinth. Verdammt. Gerade jetzt, wo ich ja Münzen sammeln bin. Deswegen sage ich ja, man sollte immer als erstes das Labyrinth abklappern und dann den Rest. Ein Labyrinth hat also die meisten Münzen. Scheiße! Hat er mich noch erwischt, dieser Spack. Verdammte Scheiße. Dankeschön, mein Freund. So, meine 20 Münzen habe ich voll. Das wäre schon mal erledigt, was das angeht. Jetzt einfach noch Zoom noch Münzen sammeln und versuchen zu überleben, was das angeht. Für alle, die da neu dazuschalten, mal kurz Erklärung. Es geht darum, wenn man der Überlebende ist, den Killers entkommen oder sie überleben oder beziehungsweise zu entkommen, oder wenn man den Jäger spielt, muss man versuchen, alle Leute auf der Karte abzuschlachten. Und das ist auch gar nicht so einfach manchmal, weil manchmal verstecken die sich wirklich sehr sehr gut. Und jetzt hat er wieder hinterher. Das ist schöne Scheiße. Komm, du verrückter Loser, hau ab. Lass mich in Ruhe. Hab keinen Bock auf Killer. Nein! Oh, schade, der hätte mir helfen können. Schade. Hätte klappen können, hätte klappen können. Aber egal. So, ich spare auf das Schwert zur Zeit. Wer wisst, welches ich mir holen will. Das ist dieses. Aber das ist auch geil. Oder das für 6000. Aber das ist doch geiler. Für 6600. Das ist geil hier. Das hätte ich gerne. Das hat echt was hier. Der Feuerschwert. Das sieht so geil aus. Vielleicht spare ich auch auf das. Mal schauen. Also brauche ich 6600 und ich habe gerade mal, da fehlen mir noch 2000 Punkte. Uiuiui, da muss ich aber noch ordentlich sparen, was das angeht. Und die hängen sie alle aufeinander. Ist das eine gute Idee? Okay, die ignoriert doch, obwohl die da stehen. Na, das ist doch wieder so eine Sache, dass das bestimmt wieder Freunde sind, die miteinander spielen und die Reste erleben. Hier, guck mal, die ignoriert er. Sowas finde ich scheiße. Sowas finde ich einfach scheiße, wenn man so spielt. Das ist einfach
Scheiße. Dafür ist das Spiel echt nicht gedacht, dass man das so macht. Hier, dafür ist das... Was soll das für eine Scheiße? Was ist das? Was ist das für eine Drecksart, das Spiel zu spielen? Finde ich doch total scheiße. Dass er die alle bevorzugt laufen lässt oder leben lässt. Das ist doch totaler Schwachsinn. Sowas regt mich immer in solchen Spielen total auf. Wenn das nicht ordentlich gespielt wird. Es ist. Das hat mein Schatz auch schon gesagt. Das regt mich auch immer auf, wenn er solche scheiß Spieler sieht, die so blöd spielen. Das ist einfach Kacke. Also, nee. Das geht einfach nicht. Das ist doch einfach nur. Naja. Ich sag mal nichts weiter dazu. Ich sag einfach nur, das ist keine Art, so ein Spiel zu spielen. Wenn man die Leute bevorzugt alle laufen lässt. Das ist doch total Kacke. Naja, aber was will man machen? Da kann man ja leider nichts machen. Oh, da hat mein Löffel. Hey, Löffel 17. Naja. Gut, na gut, eine Runde werde ich noch spielen und dann werde ich wahrscheinlich mal ja, die Map wechseln, eventuell. Oder die Server, weil das macht hier echt keinen Spaß. Das war echt zu blöd, was das angeht. Wenn man auf diese Art und Weise das Spiel spielt und nicht ordentlich spielt, wie es gehört. Das ist immer sehr enttäuschend. Aber nun ja. Was will man sagen? Was will man sagen? Man kann ja leider da nichts machen, was das angeht. Ja, man wechselt einen Server oder spielt halt mal eine Runde so mit auf den Server. Also eigentlich spiele ich das auch mit, weil das jetzt noch in der Folge passt und dann wechsle ich den Server, weil, wie gesagt, das macht keinen Spaß, so zu spielen. Einfach keinen Spaß, es ist total behämmert. Es ist einfach so. Oh nein! Oh, schade. Ich war fast der Killer gewesen. Da hätte ich den Leuten mal gezeigt hier, was es heißt, Killer zu sein. Ohne Scheiß. Da hätte ich die mal richtig fertig gemacht, ey. Ohne Mist. Weil das hätte ich echt verdient, für diese Spielweise mal fertig gemacht zu werden, für den Killer. Ohne Mist. Ich meine, natürlich bin ich jetzt da vielleicht ein bisschen reinsteigere, aber es ist immer so ein Kotzen, sowas. Sowas kann ich das Spiel nie ab. Wenn nicht ordentlich gezockt wird. Oder das Spiel nicht so gespielt wird, wie es eigentlich angedacht ist. Na? Das ist immer so das, was mich dann immer total, ja, ankostet, wo ich mich da reinsteigere. Oh naja, ist ja nur noch die eine Runde und dann gehe ich ja auf anderen Server. Definitiv. So, Killer, lass mich in Ruhe. Du spielst eh nicht ordentlich. Ja. Das hasse ich aber, wenn das so hängen bleibt. Mist. Ist immer richtig gefährlich, gerade wenn der Killer hineinher ist und man irgendwo hängen bleibt. Da ist man ganz schnell mal downgraded. Oh, 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 oh. Das klingt gefährlich. Na, ja, da hinten. Ich gehe mal gegengesetzt, würde ich sagen. Nicht gerade in die Richtung, wo der Killer ist. Hey. Nicht an der Tür festbacken. Hier ist er irgendwo. Genau da hinten. Da würde ich sagen, wir bleiben mal ganz schlicht
angreifend hier oben erstmal. Aber ich bräuchte mal echt noch ein paar Münzen irgendwo her. Egal woher, aber ich brauche noch welche. Sonst sieht es hier ein bisschen schlecht aus. Kriege ich meine 20 Münzen nicht voll. Oh, stand immer in der scheiß Hauptlobby hier. Ich hasse die Map. So eine Map wird auch auf Dauer dann mal langweilig. Das ist ja das Problem. Aber macht so eine Map auch keinen Spaß mehr, wenn man mit dieselben spielt. Und deshalb werde ich auch nur bis Part 50 spielen. Und dann werde ich ein anderes Roblox-Spiel spielen oder ein anderes Spiel generell. Mal schauen. Weil es wird dann auch auf Dauer langweilig, wie ihr seht. Und ich möchte euch ja auch nicht langweilen. Fuck you, blöde Bitch. So. Gehen wir in die Richtung der Hauptlobby. Hier sind ja meist immer welche Leute, die rumrennen. Aber jetzt, wo ich mal welche brauche, die mir helfen, keine da. Oh doch. Komm, hau doch mal ab, du blöde Bitch. Die ist hingerannt hier rein, ja? Komm, helf mir, helf mir! Hey! Dankeschön! Oh! Na los! Schnell raus hier! Hey! Aber ich habe die so überlebt! Wunderbar! Dankeschön, Rihanna! Wie du auch heißt! Super, super! Und ja, da ist auch schon die Runde um für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Roblox Survive the Killer mit und von eurem Darth Steffen zockt. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zur nächsten Folge Survive the Killer mit und von eurem Darth Steffen zockt. Also dann, ciao, ciao, ciao und möge das Zweifel und die Macht mit euch sein. Ciao, euer Darth Steffen zockt. Hey, hey, meine Freunde, Zuschauer und Fans, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, euer Feedback oder Kritik, wenn euch was nicht gefallen hat oder was euch besonders gut gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch auf meinen anderen Let's Plays vorbeischauen, die auf meinem Kanal laufen. Denn es laufen zu diesem Projekt noch 3 weitere Let's Plays auf meinem Kanal. Und ihr könnt auch gerne freitags 20.45 Uhr bei meinen Livestream vorbeischauen. Würde mich ebenfalls sehr darüber freuen. Und ja, dazu könnt ihr auch gerne meinen Kanal weiter teilen oder auch für ihn Werbung machen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich würde mich freuen über noch viel mehr Zuschauer und Abonnenten, die ich mit meinen Videos glücklich machen kann und die sich freuen, meine Videos anzuschauen. Und ja, das war's eigentlich schon im Grunde, was ich so noch sagen wollte zum Abschluss des Videos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video an einem der anderen Aufnahmetage, besser gesagt, Let's Play Tagen, wo sie erscheinen, also am Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Darth Steffen zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, Zuschauer und Fans. Ciao!
Ciao, ciao mit Doppel V, euer Da Steffen zockt.